Herzlich begrüßen in unserem Bettenburger Landschaftsgarten. Unserem, damit meine ich die Familie Truchsess, die dafür sorgt, dass alles in Ordnung ist und sie, die sie das ganze Jahr über ohne Eintritt sich hier wohlfühlen dürfen. Das Programm, was Herr Ferguson und Sturm sich ausgedacht haben, passt genau in die Zeit der Errichtung dieses Landschaftsgartens. Er wurde zwischen 1789 und 1816 aufgebaut und wie wir hier mit einem Blick sehen, handelt es sich um Lieder, die wir heute gesungen bekommen zwischen 1813 und 1815, also besser war es nicht auszusuchen. Diese Lieder sollen uns verführen, mit allen Sinnen diese Natur aufzusaugen. Das war damals das Anliegen der Erfinder dieses Gedankens des Landschaftsgartens. Herr Hirschfeld möchte ich hier als einen der Pioniere auf diesem Gebiet erwähnen. Sehr schön und besonders gut hat mir gefallen, dass bei der Zusammenstellung der Lieder die Sache mit einem Totengräberlied beginnt. Wenn Sie hier nach oben gucken, sitzen Sie unter einem abgestorbenen Baum, sinnbildlich für den Totengräber. Wir sind sehr dankbar, dass wenigstens dieses Jahr wir eine Erholung in dem Garten haben bekommen können durch die vielen Niederschläge. Sonst hätte es uns passieren können, dass in wenigen Jahren wir hier auf einer Steppe sitzen. Es endet die Sache mit der Kuss. Da ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, eine Verbindung herzustellen zwischen dieser Planung und Ihren Erwartungen. Aber ich überlasse es Ihnen. Trotz Ansteckungsgefahr dann diesem Titel der Kuss gerecht zu werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.